Hallo, meine Freunde. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich ein neues Mischpult und ich kann jetzt Hall-Effekte machen. Ist das nicht cool? Also ich finde das cool. Ohne irgendwas nachzubearbeiten, ist der Wahnsinn. Das wird in den Livestreams, heute übrigens gibt es auch einen Livestream um 18 Uhr, super lustig. Wow, ich bin sehr gehypt und habe seit Jahrzehnten endlich mal wieder ein Horrorgame gefunden, was gut sein soll. So, we will try it. We will try it. Es heißt Exposure. Es wurde auch schon vom lieben Markiplier gespielt. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier Schönes erwartet. Move, Interact, Zoom, Flash. Wir können eine Menge machen. Halleluja. Okay. Wow, Interact. Okay, wir können direkt hier interagieren. Mein neues Apartment. Ich habe kaum meine Sachen ausgepackt. Anscheinend ist da eine Tür, die immer noch verschlossen ist. Aber der Schlüssel sollte irgendwo hier rumliegen. Okay. Was kann man sich mal... Okay, wir haben einen Fotoknips. Hey, Fotoknips. Alright. Das Spiel hat schon mal eine sehr interessante Kamera. Weil man spielt quasi, als ob man durch die Kamera die ganze Zeit guckt. Interesting enough. Und wir haben eine wundervolle Aus... Was ist das da unten? Wer bist du? Ha? Moment, ich rufe mal eben kurz zu ihm runter. Hey, du Arsch, wer bist du? Das ist so schön, dass ich jetzt heil machen kann. Das macht mich so glücklich. Ich könnte euch das gar nicht vorstellen. So, was ist das hier eigentlich? Warum haben wir sowas eigentlich aufgestellt? Wer... Also entweder wir sind wirklich Fotograf oder ein kranker Psychokiller. Vielleicht sind wir ein kranker Psychokiller. Es würde mich nicht wundern, möchte ich einfach mal dazu sagen. Das ist unser Schlafgemach. Ich finde es schon mal ziemlich cool gemacht, dass man irgendwie nur gucken kann. Hey, wir haben einen Schlüssel. Ah! Sind... Was? Da war irgendeiner. It seems that there is a... Es sieht so aus, als ob hier ein Spiegel fehlt. At the table where... Da, wo ich den Schlüssel gefunden habe. Sollte da ein Spiegel sein, oder was? Oh, stimmt. Boah, ist das gerade gruselig. Boah, wenn man einfach mal ins Nichts guckt, ins Dunkle, wird es halt auch komplett schwarz. Oh, ist das gruselig. Halleluja. Ich möchte mich erstmal nach vorne umgucken. Wir können sogar rennen. Nein. Wenn man in einem Horrorspiel rennen kann, ist das alles, aber nicht gut. Auf gar keinen Fall ist das gut. Warum ist unsere Waschmaschine im Badezimmer? Das macht eigentlich Sinn. Egal. Okay, wir könnten auch einfach fliehen, aber anscheinend können wir das doch nicht. Schade. Und das ist der Raum, der die ganze Zeit verschlossen war? Hä? Wir haben einen Raum in unserer Wohnung, wo wir noch nie drin waren, der verschlossen war, finden einen Vorschlaghammer und eine Wand, die brüchig ist. Well, sure thing. Wir sind ja auch gerade eben erst eingezogen, da kann man ja schon die Wohnung kaputt machen, ne? Why not? Da ist ein versteckter Ort hinter diesem Raum. Aber das kann doch gar nicht sein. Diese Etage ist voll mit Apartments. Oh, baby. This is gonna be spooky. Boah, hier sieht man nur was, wenn man die ganze Zeit knipst. Wo kommt die Musik her? Oh Gott. Ist da nicht eine Tür? Was? Ich habe eine verschlossene Tür gefunden am Ende des Ganges. Jetzt, wo ich die Wand gestoppt habe, werde ich davor kaputt gemacht habe, werde ich davor jetzt auch nicht stoppen. Oh Gott. Ich will hier ehrlich gesagt echt super ungern nochmal durch. Ich bin da ja echt offen mit euch. Da ist ein Fernseher. Okay. Ich gehe jetzt aber nicht zum Fernseher. Einfach aus dem Grund, weil der Fernseher gruselig ist. Wir müssen zu dem Fernseher. Oh, dude. Ich hoffe, keiner von euch hat Epilepsie, weil der ist jetzt tot. Das Tor ist jetzt offen. Warum schreiben wir eigentlich die ganze Zeit über irgendwelche Notizzettel? Boah, das Spiel ist super gut.
Ich weiß nicht, ob wir gerade verfolgt werden. Ich denke. Nein, werden wir nicht. Okay. Hä? Doch, wir werden verfolgt. Ist das ein Spiegel? Hinter uns ist die ganze Zeit irgendwas. Kann das sein? Christoph Frey, 2016. Wow! Fuck me sideways and call me Steve. Was ein tolles Spiel. Heilige Scheiße, ich werde nie wieder fotografieren. Nein, falls ich irgendwann mal drüber nachgedacht habe zu fotografieren. Yannick, tu es nicht, es ist super gruselig. Du kommst an die komischsten Orte. Mach's einfach, nein, stopp, nein, nein, tschüss, nein, nein, tschüss.